Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Projekt, welches seit heute im Steam verfügbar ist. Es heißt Cloud Build und ich habe mir das Ganze geholt, weil es so aussieht wie ein Spiel, wo man schnelle Reflexe braucht und somit ein bisschen für andere Spiele trainieren kann. Das mache ich immer sehr gerne. Und ja, es ist eine Art Jump'n'Run, so ein bisschen wie Mirror's Edge auf Time. Also das heißt, es geht darum, hier Rekorde zu machen. Ich starte mal ein neues Spiel. Ich habe nicht mal reingeschaut, um den Sound einzustellen. Und naja, Intro. So, beziehungsweise Tutorial. Ich habe die Untertitel extra auf Deutsch gestellt für euch und deswegen quatsche ich auch einfach mitten rein. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz normales Jump'n'Run. Das heißt, ich muss mich hier durch diesen Parcours hangeln, fallen lassen und so weiter mit Jump-Passagen wie an Wänden laufen und so weiter und so fort. Hier seht ihr, kann man an der Wand entlang rennen, hochspringen und so weiter. Und das ist auch schon das ganze Spielprinzip. Es kommt natürlich später auch noch ein bisschen, ein paar Gegner kommen noch mit dazu. Und es geht halt darum, so schnell wie möglich bestimmte Level zu schaffen. Hier jetzt der Wallride an sich. Am Ende noch abspringen, nicht vergessen, von einer Wand zu anderen und dann abspringen. Der Klassiker halt. Und naja, wie gesagt, das Ganze ist ein Spiel auf Zeit. Und genau das macht es irgendwo interessant. Denn genau darauf warte ich nämlich. So ein bisschen Rekorde knacken. Warte, das ging jetzt so. Ganz normal hochlaufen. Dasselbe nochmal hier. Und dann den Wallrider. So. Und ja, ich freue mich wie gesagt drauf. Denn sowas macht echt ziemlich Spaß. Das Ganze ist jetzt im Steam erhältlich. Und wir schauen einfach mal, wie schwer die ganzen Level werden. Ich glaube, es gab sogar später einen Level-Editor. Das heißt, wenn das Spiel ein bisschen tricky ist und so weiter, gibt es sehr, sehr viel zu tun. Also wenn das irgendwo in der Steam-Community ankommt oder in der Community allgemein, wird man auch unglaublich viele Level haben. Und das wollen wir. Genau das wollen wir. So, und ich hüpfe in der Zeit mal durch dieses Tutorial-Level rum. Und ja, es geht darum, es gibt mehrere Wege zum Ziel später und man muss halt den schnellsten finden und jede Sekunde ist wichtig und alles mögliche. So, da hinten ist das Ende des Tutorials und wir stellen jetzt noch mal ein ganz klein bisschen den Gesamtsound runter. War doch ein klein bisschen zu laut, glaube ich. Und resume und los. Reconstruction is complete. Mental integration of neural repairs is beginning. You are asleep and may experience misfiring of neurons for up to several hours as biological and electronic components synchronize. Use this room to retain mental stability during the process. We thank you for your service to your country and will do everything in our power to provide a speedy recovery. So, wie man also davon ausgehen kann, das werden wir sein. Und mit E können wir jetzt die Levelauswahl starten. Hier ist die Workstation. Wir gehen mal einfach hier reinschauen. Willkommen. Das ist das, was wir gerade hatten. Das ist natürlich klar. Also noch einmal, um alle irgendwie Texte nachholen zu können. Und ja, E für die Levelauswahl. Gehen wir mal in unsere Gedanken hier rein. Ich glaube, uns geht's nicht so gut, Leute. So, Hold Space to Access Rank Overview. Ja, wir haben... Das ist wahrscheinlich dann die Art Weltkarte. Muss ich auf den Pfeilen bleiben, um mich zu bewegen. Alles klar. Sehe ich überhaupt schon viel? Oder ist das hier schon was? Das da zum Beispiel? Das sieht aus, das sind aus wie diese kleinen einzelnen Level. Ich drücke einfach mal... hier seht ihr. Wenn ich so gehe, sehe ich hier die Maps. Also da muss ich hinkommen. Das ist das einzige Level, was wir haben. Hups! Das wollte ich hier mal noch lesen. Da, the initial entry, regular vom Schwierigkeitsgrad, normal wahrscheinlich vom Schwierigkeitsgrad her. Play with the regular settings and conditions, das heißt keine besonderen Herausforderungen. Und ja, das wird jetzt schon eine spannende Sache und ich will hier die Rekorde pulsen sehen. Und wenn ihr das Spiel auch spielen solltet, weil euch das irgendwie schon vorher interessiert hat und es wirklich diese Auf-Zeit-Sachen dann später noch kommen, dann schreibt mir noch mal, in welchen Leveln ihr besonders gut gewesen seid. Schickt mir ein Screenshot und dann knacke ich das. So sieht's aus. So, wir haben auch jetzt hier eine Waffe, wahrscheinlich dann nochmal Training Nummer 2, weil es gibt auch noch ein paar Monster. Und naja, hier geht es halt darum, so schnell wie möglich diese Level zu schaffen. Beziehungsweise, wenn das hier überhaupt schon ist, diese Conditions. Auf jeden Fall geht es darum, die Level einfach zu schaffen. Hier wäre jetzt ein Checkpoint gewesen und am besten mit so wenig Toten wie möglich. Sprint in der Luft, um Plattformen weiter oben zu erreichen. Shiften hoffentlich auch. Ach, spring in der Luft. Oh. Am wichtigsten Punkt im Level wird das Spiel... Ah, da kommt die Düse zum Einsatz. Die hatte ich im Trainingsmodus noch gar nicht. Drücke die linke Shift-Taste, wenn du in Bewegung bist, um zu sprinten. Halte die linke Shift-Taste, um darauf zu sprinten. Zieht Energie unten, seht ihr die Energie und da kommt man halt schnell durch. Und diese Kugeln, die man einsammelt, geben wieder neue Energie. Und so kann man sich dann durch die Level boosten. Drücke linke Maus, um zielsuchende Schüsse abzufeuern. Das heißt, ich muss irgendwas ab... Ach, klar. Die beiden hätte ich jetzt abschießen müssen. Oder muss ich noch? Jetzt ist es weg. Entschuldigung. Und mit Sprint kommen wir da rüber. Alles klar.
Halte beim vertikalen Laufen an der Wand die linke Maus Shift-Taste gedrückt, um den Boost zu aktivieren. Also das heißt, hier hoch sprinten, um längere ab. Okay, alles klar. Hier dann dasselbe nochmal. Jetzt habe ich Sprint natürlich. Lass die Shift-Taste mit Shift an der Wand gehe ich nach oben sozusagen. Jetzt habe ich natürlich keine Energie mehr gehabt. Und ganz interessant auf jeden Fall das System. Also wir laufen erstmal an der Wand. Das geht nämlich ohne Shift. Hier jump ich und drücke mal Shift. Shift loslassen, Shift. Und jetzt höher und oben raus. So funktioniert das. Hätte ich jetzt natürlich direkt schaffen können. Halt die linke Maus gedrückt, um einen explodierenden Schuss aufzuladen. Ah, okay, jetzt habe ich den schon mal hier gecharged. Und der muss die Wand kaputt machen. Ja, und so muss man das Level dann erstmal kennen. Und hinterher wird es dann halt ein bisschen besser. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Ding gerade ein Schild hatte, wo ich nicht durchkam. So, voll aufladen, kaputt machen. Und das muss man alles wissen. Man muss immer wissen, wo was im Level ist. Und dann beim nächsten Mal einfach den Rekord zu knacken. So. Was kommt jetzt? Oh, nein, ich noch nicht boosten dürfen. An die Wand dran springen? Hä? Oh, Moment. Wieso? Was stand da jetzt? Springen in der Luft und weiter in den Plattform zu rein, zieht Energie. Achso, klar. Der Doppeljump. Ich dachte, ich kann mich jetzt schön an diese Wand halten. Ja, hier die kurz mal wegmachen. Und auch noch aimen. Mehr Präzision beim Wandlauf erreichst du, wenn du die linke Schulter mehrfach drückst, um gerade zu laufen. Okay, warte mal, testen. Ah, wenn ich die im richtigen Takt drücke, kann ich sozusagen die Höhe halten. Okay, das... Oh, warte. Hier war Springen angesagt, um den Jetpack anzumachen. So, dann muss ich hier die Kollegen erschießen. Und jetzt muss ich hier die Höhe halten. Ihr seht schon so ein bisschen... Wenn ich riech nur, was geht, das blaue Licht zeigt mir auch immer, wo ich herlaufen sollte. Und hier kann ich dann runter. So, wenn du mal das machen willst, die Space hast du von Wand zu Wand. Das hatten wir schon. Oh, 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 oh. Das war jetzt ein Fehler von mir gewesen. Man kann sich auch an diesen Wänden sozusagen dranhangeln. Deswegen mal hier einmal kurz. Das wollte ich jetzt nicht, aber ich habe es nochmal geschafft. Unabsichtlich. Ist mit dem Controller wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu spielen. Okay. Oh, das wollte ich nicht. Oh, 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 das war keine Absicht, Leute. Okay, also Wandlaufen, Shift, springen. Und wieso läuft die dann nicht weiter? Ja, Gott sei Dank nochmal mit dem Shift-Ding gehabt. Und da muss man viele Tasten gleichzeitig drücken. Shift, Shift und oben. Das sah nicht elegant aus, Leute. Das war nicht elegant. Du kannst seitwärts schneiden, während du einen vertikalen Wandlauf mit Boost machst. Okay, das heißt also nach links und rechts immer, um hier die Position zu wechseln, alles mitzunehmen. Wenn du Space gedrückt hältst, kannst du eine Sekunde an der Wand haften, um einen Sprung präziser zu zielen. Okay, das heißt hochlaufen, halten, umdrehen und dann abspringen. Dafür war dieses Ding da. Ich habe Leertaste immer gedrückt gehalten. Also okay, Schuss schon mal aufladen, weil ich werde hier runtersliden. So kann ich nämlich mehrere Objekte gleichzeitig treffen, komme somit durch den Beam und habe die Tür erreicht. Und das ist das Spielprinzip. Ich bin natürlich ein paar Mal runtergefallen. Das heißt, hier gibt es noch eine Zeit zu knacken. Und in grün sollte man schon reinkommen, Leute. Das finde ich nicht cool. Wir riskieren es jetzt einfach nochmal. Jetzt kommt vielleicht der Run, wo ich nicht mehr rede. Nein, Spaß. Ich versuche weiter zu Kommunikation zu machen. Ansonsten sollte man sich, wie gesagt, die Level ansehen. Man sollte wissen, was wann kommt. Ja, hier muss ich zum Beispiel schon springen. Und dann hätte ich das schon ein bisschen besser schaffen können. So, hier kam der Wallrider ohne Boost. Dann hier auch ohne. Oh, oben rüber war falsch. Ich muss unten lang. Und so geht das schon zu da. Jetzt kann ich hier durchdashen. Ah, natürlich. So viel dazu, Leute. Kann ich direkt einen Retry machen? Ja. Restart Checkpoint? Nein, Restart Level. Alles klar. Auf diese Lichter aufpassen. Rüberspringen. Rüberspringen. Hopp. Und der Wall Rider. Versuchen wir mal direkt ganz hoch zu kommen. Nee, war keine gute Idee. Hier runter. Ah, da hätte ich zum Beispiel nicht springen dürfen. So, jetzt kommt gerade... Natürlich kommt jetzt gerade was. Explodiert. Und jetzt durch. Und okay, das hätten wir. Die Scheiben halten einen schön auf. Aufladender Schuss. Rüber. Wall Ride. Hoch. Hopp. Und hopp. An der Wand entlang. Hier noch ohne Boost. Hier mit Boost. Immer schön dieser Linie folgen und dabei die goldenen Kugeln einsammeln. Und weiter geht's. Ah, hier hätte ich aufladen müssen schon. Es kommt noch einer gleich direkt, wenn man hier nämlich hochkommt.
Zack, das wusste ich noch. Jetzt ging es runter. Ah, nicht sliden. Kann ich ganz unten bleiben? Oh nein! Oder hätte ich oben rüber gekonnt. Viel Zeit verschwendet. Da war der Jetpack. Hier mal das kaputt machen. Jetzt die Distanz halten, die Höhe halten. Das war das hier gewesen. Schön weit unten. Oben sind die Stacheln und da fällt man ab. Und ja, wunderbar. Hier runterkommen. Und jetzt der doppelte Walljump. Hopp. Oh nein! Wow, 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 noch gerettet. Das war mehr schlecht als recht. Und hier sind wir oben. Was kam jetzt noch? Distanz, Distanz, wir wollen mehr Höhe. Warum hat er jetzt sich da nicht festgehalten? Beziehungsweise warum hat er sich nur festgehalten? Okay, okay. Oben. Jetzt hier nach links. Nach rechts. Hoch. Leertaste gedrückt halten, umdrehen und hoch. Schuss. Schuss. Und durch. Ja, so funktioniert das Ganze. Macht Spaß. Ich glaube, ich werde irgendwann einen Controller anschließen, wenn ich das mache. Komm schon! Grün. Wir haben grün geschafft. Da wollte ich hin. Nächstes Mal gibt's Gold. Aber nicht mehr in diesem Part. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so weiterläuft. Mir macht ziemlich viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schalt wieder ein. Bis dahin. Und tschüss.